Gesellschaftskritik oder besser gesagt ein nicht unbedingt beschönigender Blick auf Aspekte unseres Zusammenlebens werden in Filmen ja gern mit schwarzem Humor verkleidet. Wir kennen das vor allem aus Großbritannien, da hat man sich einen Namen mitgemacht, da ist jetzt nicht nur Monty Python zu nennen. In den letzten Jahren haben wir uns aber auch immer öfter skandinavische Produktionen erreicht, die gesellschaftliche Themen ähnlich charmant und bissig verhandeln und das auf unterhaltsame Weise schaffen. Also mir fällt da spontan Adams Äpfel ein oder in China essen sie Hunde. Nun, im Mai bekommen wir einen isländischen Beitrag, der die bürgerliche Vorstadtgesellschaft mal etwas anders verhandelt und uns die Schattenseiten unter dem Baum einer vermeintlichen Nachbarschaftsidylle aufzeigt und schnell eskalieren lässt. Under the Tree entführt uns in eine isländische Gemeinde, die nicht nur auf den ersten Blick auch wie das Abziehbild einer bürgerlichen Kleinstadt hierzulande wirkt. Ein junger Familienvater wird von seiner Verlobten beim Schauen eines intimen Sexvideos erwischt, kurzerhand rausgeschmissen und kommt bei seinen Eltern unter. Was ist los mit dir und Agnes? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nur echte Mistkerle betrügen ihre Frauen. Ich hab sie nicht betrogen. Ja, genau wie das Arschloch von nebenan. Doch auch hier kann er sich nicht vor Alltagsdramen schützen. Ganz im Gegenteil. Ein Baum im Vorgarten der Familie beraubt die Nachbarn kostbarer Stunden in der Sonne und bietet Anlass zum Unfrieden, dem alle Beteiligten scheinbar wenig entgegenzusetzen haben. Die Schlampe wird es wohl schaffen, sich aus dem Schatten rauszubewegen. Wenigstens achtet sie auf ihr Aussehen. Under the Tree vom isländischen Regisseur Hafstein Gunnar Sigurdsson zeigt uns mit herrlich trockenem und schwarzem Humor die Streit- und Gewaltbereitschaft einer verklemmten und frustrierten bürgerlichen Mittelschicht, die sich wie ein Virus verbreitet und am Ende vor allem an denen entlädt, die an dieser Dynamik wenig Interesse haben. Und hast du vielleicht meine Katze gesehen? Ob ich deine Katze gesehen habe? Ja. Nein, ist sie weg? Sie ist verschwunden. Ach, herrje. Das Setting und die Besetzung versprühen dabei stets ein authentisches Vorstadtfeeling. Da der Film aber auf positive Noten erstaunlich rigoros verzichtet, kann man Under the Tree als eine rücksichtslos bissige Darstellung eines destruktiven Bürgertums verstehen, die Fans von Satire, Groteske und schwarzem Humor ordentlich Spaß bereiten wird und einen frechen Blickwinkel auf einen Teil der Gesellschaft unserer Zeit liefert, inklusive interessanter Szenen. Wie wahnsinnig kann man denn bitte sein? Das ist doch längst nicht vorbei! Du kannst mich ruhig beleidigen, so viel du willst, aber wehe, du wagst es, meinen Baum anzufassen.